Hallo und herzlich willkommen zu unserem Infrarotthermometer-Ratgeber. Heute einmal mit diesem Wellquick WL01 Infrarotthermometer. Kann auch sein, dass es WI01 heißt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das ist vom Hersteller bzw. vom Anbieter Shangtong EU. Typischer Amazon-Importhändler. Amazon und eBay machen die meistens gleichzeitig. Und die haben sich spezialisiert auf digitale Messgeräte und Thermostate. Hier findet man auch unter der Marke Wellquick einige Thermostate für privat und auch für den Geschäftsbedarf. Und ich möchte euch heute gerne dieses Infrarotthermometer WL01 vorstellen. Insgesamt gibt es aktuell 4 Infrarotthermometer auf Amazon in der Preislage von 14 bis 25 Euro, also relativ nah beieinander, aber mit ganz unterschiedlichem Funktionsspektrum. Und wir möchten euch 2 Infrarotthermometer auf unserem Kanal vorstellen, hier dementsprechend das erste. Generell, wir haben das Gerät bei Amazon in den Bestsellerlisten gesehen, die wir regelmäßig überwachen und haben gesagt, okay, nehmen wir zum Anlass, das bestellen wir auch, das prüfen wir einmal. Und das Gerät selber kommt in einer schönen kleinen platzsparenden Verpackung. Ihr kriegt das Gerät, eine Batterie dazu und eine Anleitung. Die ist leider nur auf Englisch, aber ihr werdet gleich sehen, funktional ist es kann man sich da relativ schnell reindenken, auch ohne Anleitung, behaupte ich mal. Und in der Anleitung ist auch eine nette Tabelle, um den Emissionsgrad einzustellen, was hier möglich ist. Aber dazu gleich mehr. Das Gerät selber und was kann es? Schauen wir es uns einmal an. Es ist wunderbar klein im Verhältnis zu vielen anderen Infrarotthermometern, hat einen Messbereich von minus 50 bis plus 550 Grad, das ist für den Hausgebrauch absolut ausreichend. Wenn wir einmal drücken, dann haben wir hier einen einfachen Laser und können hier die Temperatur aufnehmen. Ihr seht, es geht relativ einfach und schnell. Und ihr könnt das Ganze, wenn wir einmal in die Funktionen reinschauen, in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit euch anzeigen lassen. Habt die Möglichkeit, hier einmal die Lampe, also die Beleuchtung an- und auszumachen auf dem Display oder eben auch dann den Laser hier ein- und auszuschalten und könnt dann auch ohne Laser messen. Ihr seht unsere T-Taste hier, die hat eine wesentlich höhere Temperatur. In unter einer Sekunde könnt ihr hier eine Messung vornehmen, das geht relativ einfach. Und damit haben wir also ein Grundgerüst der Funktionen erklärt. Genauigkeit plus minus 2% des Wertes. Es kann natürlich Abweichungen geben bei einer kontaktlosen Messung. Und was ist ja schön, das Gerät verfügt über 2 Funktionen, die sind nicht ganz üblich in der Preislage von aktuell 14 Euro. Das eine ist die Maximaltemperatur. Wenn ich einmal hier messe, sehen wir hier die Maximaltemperatur. Und das ist ganz schön, wenn ich einen größeren Temperaturbereich messen möchte. Also ich fange hier auf der Tischplatte an, halte gedrückt, gehe zur Tasse, die weit darüber liegt, die Temperatur schnellt hoch auf 63 Grad und ich gehe vielleicht wieder zu einer kälteren Temperatur, dann kann ich die ganze Zeit hier die eigentliche Temperatur überwachen, aber die Maximaltemperatur wird mir auch nach der Messung noch angezeigt. Das ist sehr hilfreich, um jetzt Hotspots in bestimmten Flächen zu finden und um danach halt zu wissen, okay, wie warm war das da. Manche Infrarotthermometer haben noch eine Erweiterung, dann kriegt man auch den Minimalwert, den Differenzwert und einen Durchschnittswert. Bei diesem wäre es die Maximaltemperatur, die hiermit angezeigt wird. Punkt Nummer 2, was ganz schön ist, der Emissionsgrad. Der ist bei den meisten günstigen Infrarotthermometern bei 0,95 eingestellt, weil die meisten Materialien sich hier gut messen lassen und dann genaue Ergebnisse ausgeben. Und hier könnt ihr den selber frei verstellen in 0,01 Schritten. Ihr habt auch in der Bedienungsanleitung eine Tabelle, wo drin steht, welches Material hat welchen Emissionsgrad. Das kann hilfreich sein. Ansonsten, wenn ihr spiegelnde metallene Oberflächen haben, könnt ihr auch ein Stück Tesafilm, also irgendwas, was nicht reflektiert, drauf machen und dann darauf messen, dann wird das auch relativ genau. Das 2 Sachen, die durchaus hier sehr hilfreich sind. Ich habe da nochmal alles aufgedruckt, alle Sicherheitssiegel, die man so in Europa für technische elektronische Geräte erwarten würde. Also somit aus unserer Sicht ein schönes, einfaches Gerät für Haushalt, Privatgebrauch, aber auch vielleicht für einfache Tätigkeiten in der Werkstatt. Also fassen wir zusammen, was finden wir gut? Wir können eine schnelle Temperaturmessung machen, das Gerät ist günstig mit ca. 14 Euro, einfach in der Handhabung, schön klein. Und der Emissionsgrad und Maximaltemperatur einen Daumen hoch von unserer Seite. Was geht etwas besser? Die Anleitung ist nur in Englisch. Ich denke, das können die meisten verkraften. Was ein bisschen stören könnte man sagen, ist, ihr könnt dieses Batteriefach hier nicht ändern. Also ihr kriegt einen neuen Voltblock mit dazu, das ist kein Thema. Aber ihr müsst ja extra eine kleine Schraube aufmachen, damit ihr das Batteriefach aufziehen könnt und dann die Batterie austauschen könnt. Das hätte man ein bisschen schöner gestalten können. Bei anderen ist das einfach eine Klappe. Die kann man dann wesentlich schneller aufmachen. Aber ihr müsst ja auch nicht ständig die Batterie wechseln. Zusammengefasst, gutes, kompaktes Gerät, Hausgebrauch und Werkstatt.
Aktuell für 14 Euro zu haben, ist auch das günstigste von der Marke Wellquick. Und dementsprechend von uns ein Daumen hoch, das Gerät geht absolut in Ordnung und hat auch nicht viele Mitbewerber in der Preislage und mit dem Funktionsumfang. Wenn ihr weitere Infrarotthermometer sucht oder auch vergleichen wollt, dann schaut doch auch auf unserer Webseite vorbei. Da gibt es eine Tabelle mit dem Vergleich und dann könnt ihr die Funktionen und die Preise mal schön gegenüberstellen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video in den Kommentaren. Da ist auch ein Link zu diesem Produkt, wenn ihr das Ganze gleich erwerben wolltet, zum aktuellen Angebot. Es gibt keinen Aufpreis, wenn ihr es über den Link kauft, aber ihr unterstützt uns, damit wir weiter solche Videos machen können. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Video.